Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Final Fantasy 4. Ja, wir sind auf dem, in dem Unterwasserweg ins Schloss Baron und wir haben das antike Schwert gefunden. Wer kann das nehmen? Cecil vielleicht? Jawohl. Kann er, aber es ist scheiße. Frag mich, nicht ausrüsten. Was er damit soll, weiß ich nicht. Von denen kann das keiner nehmen. Das war mir fast klar. Young sowieso nicht. Er ist ein Mönch. Der benutzt keine Waffen. Kann auch den Lederhut anziehen. Und, Teller sowieso nicht. Ist mir gerade ein Rätsel, das Schwert. Egal. Wir haben Young wieder getroffen. Und zwar in Baron. Also in der Stadt Baron. Der litt da an einer Amnesie. Und ja, war kurzzeitig auf der Seite des Baron-Königs. Und wir sind in der Burg Baron angekommen, okay. Ja. Er hat sich allerdings schnell wieder an uns erinnert und kämpft wieder auf unserer Seite. Was aus Edward wurde, weiß er leider nicht. Er weiß nur, dass Rydia von Leviathan gefressen wurde. Tja. Tragisch. Tja, egal. Sei es drum. Wir haben gerade sowieso ein volles Team. Und sind auf Schloss Baron. Ah ja, wir sind da hinten, wo Cid war. Sehr schön. Wir wollten ja zu Cid, weil wir dringend ein Luftschiff brauchen. Dann gehen wir hier noch unten. Das ist der Kerker. Ist jemand im Kerker eingesperrt? Nein, offensichtlich nicht. Dann gehen wir doch mal in die Werkstatt von Cid. Wir müssen da hinten sein. Hier irgendwo. Der Turm waren die Gemächer von Cecil. Hier müsste Cid sein, theoretisch. Hier sind auch nochmal Schlafräume. Hier geht's eine Treppe hoch. Hier ist so eine Art Landeplatz für Luftschiffe. Dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal den Turm hoch. Vielleicht ist da ja noch was. Wenn nicht, versuchen wir in die Burg reinzukommen. Also in die Hauptburg. Ach, hier kann ich mich sogar ausruhen. Okay, cool. Haben wir aber schon im Bannkreis. Also alles cool. Dann stibitzen wir uns noch mal Richtung Hauptburg, würde ich sagen. Ich bin mal gespannt, was mich hier erwartet. Ah, hier ist noch eine Tür. Was ist hier nochmal? Ah, da geht's auf die Burg. Oh, oder wie? Ne, da geht's darüber. Naja. Genau, jetzt sind wir drüben. Lord Cecil! Ihr lebt! Weigern. Habt ihr euch ihm etwa auch angeschlossen? Wem? Golbez. Ich bin Hauptmann der königlichen Leibgarde, Lord Cecil. Meine Loyalität gilt Baron. Vergebt mir. Ich hörte, Cid werde hier gefangen gehalten. Dem ist wohl leider so. Ich kam mit einigen Männern, um ihn zu befreien, aber ich habe als einziger überlebt. Verstehe. Dann schließt euch jetzt an. Mit euch in unseren Reihen schaffen wir es. Nutze gerne, Lord Cecil. Und jetzt? Die Truppe ist doch voll. Was ist? Ja. Der faule Geruch von Monstern. Was? Sei auf der Hut, Lord Cecil. An euch ist kein Schauspieler verloren gegangen. Sicher nicht. Und wenn ihr uns schon hereinlegen wollt, dann solltet ihr euch mehr Mühe geben.
Wollt ihr uns also verraten? Warum schimpft ihr mich einen Verräter? Ich zeige mich doch nur erkenntlich bei ihm für das außerordentliche Geschenk. Für die Macht, die er mir gegeben hat. What the? Warum müssen aus Soldaten immer so fette Monster werden? Muss das mit der Verhältern jetzt sein? Hier. Wenn ich wüsste, was das Hilfe ein Problem hat. Ey, der bufft sich wie Scheiße, Mann. Er hat irgendwie drei Ziele. Oh Mann. Hat er sich mit Reflekt bezaubert? Da habe ich voll keine Acht gehabt. Guck mal, der Phönixfeder wieder. Er schützt sich mit, ja. Er bringt Wein nix. Meine HP aus, ja, noch. Jetzt hängt das Ärmchen noch da oben. Ja. Okay. Du darfst nicht so leichtfertig vertrauen. Auch Beigern. Ja, auch der. Nein, oh Mann. Das ist kacke. Ich bin so an Final Fantasy 8 gewöhnt gerade. Wieso sind die beide tot? Ich hab so die Steuerung von Final Fantasy 8 drin gerade. Das ist richtig kacke. Nehme ich immer die falschen Sachen.
müssen dem Ganzen ein Ende setzen, und zwar schnell. Cecil, du bist zurückgekehrt. Und deine Reisen haben dich stark gemacht, wie ich sehe. Mein König. Sieh dich nur an, du bist ein Paladin geworden. Ausgerechnet ein grässlicher Paladin. Ein König. König von Baron. König von Baron? Wer soll das sein? Ach ja, ich erinnere mich wieder. Dieser närrische Greis, der sich weigerte, mir sein Land auszuhändigen. Natürlich, der König von Baron. In seine Rolle bin ich geschlüpft. Was hast du mit dem König gemacht? So erpirscht darauf, deinen geliebten König wiederzusehen? Du solltest mich nicht unterschätzen, Bursche. Ich bin nicht so schwach wie Scabillon. Ich werde nie verstehen, wie er überhaupt einer von uns vier Elementarfürsten werden konnte. Du bist also einer von ihnen. What the heck? Ich bin Cagnazzo, der ertrunkene König, Elementarfürst des Wassers und treuer Vasall von Golbez. Wieder dieses Special-Kampfmelodie. Ach so, ja klar, ist klar. Ach du Scheiße. Verzeihung. Wollt ihr mich gerade alle verarschen? Ach du Scheiße. Ja, pff, jetzt sind wahrscheinlich beide tot. Nee. Ja, doch. Alter. Okay. Okay, okay, okay. Okay. Der haut richtig aufs Maul. Naja, wie gut, dass ich so viel Zeug noch übrig habe. Ich liebe es nicht. Nicht. Ich komme ja von hier jetzt nicht raus. Ich kann nicht aus dem Schloss raus einkaufen gehen. Das geht nicht. Die Tür geschlossen sein. Das habe ich mir gedacht, das Tor ist zu. Ach du Scheiße. Ja, Mann. Na ja, gut, das hilft ja nichts. Dialog machen wir jetzt nicht nochmal. Ja.
Oh Mann. Tsunami, ja. Wenn der Tsunami schon 3 Leute one-hittet, komm schon. Das ist doch... Ich weiß nicht, wie ich mich vor dem Tsunami schützen soll. Keine Ahnung. Ich habe da keine Möglichkeit für. Das ist doch... Bei dem anderen wusstest du, der ist... Warte mal. Ja, machen wir noch schnell Analyse. Ja, ist also ist ein Wasservieh. So viel weiß ich jetzt auch, aber... Status. Was zur Hölle? Was war denn das jetzt für eine Analyse? Oh. Okay, nee. Ich glaube, ich kann nur in die Höhle zurücklaufen und leveln. Das andere bleibt mir nicht übrig. Ja. Das Ganze nimmt ein jähes Ende. Das gefällt mir gar nicht. Ganz und gar nicht. Ja, mir bleibt tatsächlich nur die Möglichkeit, leveln zu gehen. Eine andere Möglichkeit habe ich nicht. Ich habe einen Meteorzauber auf Teller, den er nicht einsetzen kann. Außerdem wird er vom Tsunami gewonnen, genauso wie Borum und Palum. Also, die zwei halten es aus. Das ist irgendwie ein bisschen kacke. Das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist wieder in die Höhle runtergehen und da noch ein paar Gegner zu killen. Vielleicht noch irgendwie ein bisschen zu leveln. Andere Möglichkeit habe ich nicht. Nicht hier drin. Draußen übers Wasser. Oh Mann. Ja. Also dieser Kagnaso, wie ist er doch, glaube ich. Der ist heftig. Generell habe ich so das Gefühl, diese Elementarfürsten sind heftig. Wie wird dann erst der Kampf gegen Golbez? Habe ich jetzt schon Angst vor, wenn ich mal ehrlich bin? Naja. Mir bleibt ja nichts anderes übrig, als ein bisschen leveln zu gehen. Vielleicht gucke ich auch mal, ob es ein paar Tricks gibt für den Kampf. Ja, ansonsten werde ich mir was einfallen lassen müssen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Onion.